Wir haben auch mit ein paar Studierenden gesprochen, die haben gesagt, vor allem hat mich begeistert, dass es hier diesen schnellen Praxisbezug gibt. Ist das so ein bisschen das Geheimrezept dieses neuen Konzepts? Dann habe ich die Leiterin des neuen Studiengangs heute eröffnet, sozusagen vor mir. Wie heißt denn der Studiengang richtig? Also Grundschullehramt ist immer so ein allgemeiner Begriff. Genau, der Studiengang heißt Lehramt Primarstufe Bachelor. Und in manchen Bundesländern heißt der Grundschullehramt Elementar. Pädagogik ist dann eher für die ganz Kleinen, aber in Brandenburg ist es die Primarstufe. Sie persönlich haben den jetzt mit aufgebaut oder wie war das jetzt in den letzten Monaten tatsächlich hier zugange? Genau, also wir haben die Studienordnung zusammengeschrieben, die Professuren ausgeschrieben, die Vertretungsprofessuren angeworben. Ich baue jetzt gerade das Team auf. Wir haben den Stundenplan gebaut. Also alles, was notwendig ist, machen wir sozusagen selber, weil zum Teil die Stellen auch noch nicht besetzt sind. Ist das nicht unfassbar schwierig, in so kurzer Zeit einen gesamten Studiengang aufzubauen? Ja, ist es. Ist sehr herausfordernd. Mhm. Aber jetzt tatsächlich mal nochmal erklärt. Also diese Vertretungsprofessoren sind jetzt erstmal nur für eine bestimmte Zeit da oder sind die auch schon für die längerfristige Planung gedacht? Also die regulären Professoren sind ja ausgeschrieben und bis die Stellen besetzt sind, solange werden die Vertretungsprofessoren die Stelle vertreten. Generell ist es so, in Brandenburg gibt es die Lehrstudienverordnung und daran sind wir natürlich auch gebunden. Der Studiengang besteht erstmal aus dem Fach 1, das ist Deutsch, also Unterrichtsfach 1 Deutsch, Unterrichtsfach 2 Mathe. Dann haben wir die Grundschulpädagogik mit den einzelnen Fächern für den Anfangsunterricht, also die Studierenden im Prinzip nochmal alle Fächer studieren. Dann gibt es die Bildungswissenschaften oder Erziehungswissenschaften in dem Fall. Dort werden auch die Praktika betreut. Dann gibt es noch die Bachelorarbeit und dazwischen gibt es, das ist für alle BTU-Studierende verpflichtend, das fächerübergreifende Studium, das dazu dient, dass man auch was studiert, was mit dem eigenen Studium nichts zu tun hat, um den Horizont zu erweitern. Insgesamt konnten wir heute 56 neue Studierende begrüßen, ist das richtig? Es gibt noch mehr. Also ich würde sagen, es waren heute nicht alle da. Mein letzter Stand der Dinge ist, dass wir Mitte 60 Studierende haben. Ich habe gelesen, langfristige Planung ist, diesen Studiengang auf bis zu 120 Plätze aufzubauen. Ja? Genau, also das ist alles noch in Arbeit. Ne? Also es gibt ja eine Veränderung nochmal der Lehrstudienverordnung. Wir müssen noch den Master entwickeln, damit er sofort im Anschluss studierbar ist. Und es wird sich sehr weiten. Wir hatten über 200 Interessierte, was ich heute gelesen habe, allein für diesen Studiengang. Das hat mich ein bisschen überrascht, wo man doch immer sagt, ja, Fachkräftemangel, auch gerade bei Lehrern und so weiter. Man muss erstmal Leute auch dafür gewinnen, überhaupt Lehrer zu werden. Aber anscheinend funktioniert das hier ganz gut. Ja, also auf jeden Fall. Also ich komme eigentlich aus der sozialen Arbeit und da haben wir auch immer so viele Bewerbende. Also weil das sind Menschen, die wollen vor allem auch in der Region bleiben. Und bei den Sozialarbeitern kam auch öfter mal so die Idee, naja, eigentlich hätte ich gern Lehramt studiert, ich wollte aber gerne in der Heimat bleiben und dann wäre Schulsozialarbeit im Prinzip ein möglicher Kompromiss für mich. Welche Herausforderungen bringt denn eigentlich so gerade die Bildung jetzt mit sich, neue Lehrer für diese herausfordernde Aufgabe jetzt wirklich auch auszubilden? Was sind da so die Kernschwerpunkte, auf die es eigentlich jetzt wirklich ankommt in Zukunft? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, und das habe ich ja versucht, auch in dem Vortrag deutlich zu machen, ist die Identifikation mit dem Lehrerberuf als Pädagoge und Pädagogin, weil man dann sozusagen über die Fächervermittlung, also ne, die Wissensvermittlung ist total wichtig, aber die funktioniert eben auch nur, wenn wir Schule als Lebens- und Lernraum denken. So, und ich glaube, das bekommt man über diese Identifikation als Pädagoge und Pädagogin einfach viel, viel besser hin. Und damit ermöglichen wir gleichzeitig auch so eine Art Kompetenzgewinn. Das Wort mag ich nicht, aber ich würde sagen, wir schnüren den Rucksack der Studierenden so mit ganz vielen Dingen, die die Persönlichkeit prägen, die vielleicht auch einfach mal einen Blick auf die Welt ausmachen, wo man dann vielleicht einfach mal das Kind nicht anschreit, sondern merkt, oh meine Güte, das ist zwar komisch, was der macht, aber aus seiner Perspektive macht das total Sinn, dass er das so macht. Ja, und ich glaube, das einzufangen und das sozusagen zu kultivieren, das ist unser Wunsch hier vor Ort. Wir haben auch mit ein paar Studierenden gesprochen, die haben gesagt, vor allem hat mich begeistert, dass es hier diesen schnellen Praxisbezug gibt. Ist das so ein bisschen das Geheimrezept dieses neuen Konzepts? Auf jeden Fall, genau. Also es gibt ja dieses integrierte Eingangspraktikum und dann haben wir wirklich sehr lange überlegt, wie kann man das wirklich richtig nutzbar machen. Ne? Also es sind ja eigentlich nur 6 Wochen. So, wenn ich die 6 Wochen am Anfang mache,
dann sind die Studierenden eigentlich fast noch Schüler und Schülerinnen und verfallen vielleicht auch wieder in die Rolle und können das alles gar nicht so aufnehmen. Ne? Mache ich es am Ende, dann kann ich das aber nicht mehr in der Lehre auffangen, was da passiert. Also habe ich die Tage ausgerechnet, da blieben hinterher 18 Werktage auf 2 Semester verteilt. Ne? Und so kam das dann zustande, dass wir jetzt wirklich gewährleisten können, über 2 Semester einmal in der Woche Praxis. So, das heißt, wir können vorher Input geben, dann kommt der Praxistag und dann holen wir das über die Reflexion und die Lernwerkstätten wieder ein und können damit arbeiten. Und gleichzeitig können aber auch die Schulen schon davon profitieren, weil ja auch eine Entwicklung in den Studierenden stattfindet. Und die Schulen hat man sich hier in der Region ausgesucht, ja? Genau, also ganz genau. Also wir haben eine Liste mit Schulen gehabt, wir haben die Studierenden priorisiert wählen lassen, haben die zugeordnet, haben dann nochmal rumtelefoniert, ob tatsächlich das die Schulen sind oder ob uns vielleicht jemand durch die Liste gefallen ist. Genau, aber es ist vor allem in der Region, aber wir haben auch eine Schule in Guben. Ist das bei den Schulen auf jeden Fall positiven Anklang gestoßen oder hat man sich da auch für dieses, naja, dann doch immer nur seltene Konzept eher skeptisch gezeigt, also dass man nur am einen Tag mal da ist oder so? Also mit den Schulen, mit denen wir Kontakt hatten, die fanden das sehr gut und wir haben vor der Schulwahl auch so ein Online-Gespräch mit den Schulen geführt. Ich bin auch in ziemlich engen Austausch mit den Schulen, um die Sachen abzusprechen. Das ist ja für viele Schulen neu, jetzt wirklich jemanden von vor Ort zu haben. Ne? Da kamen auch die Fragen, was haben Sie denn überhaupt für Erwartungen, wie wünschen Sie sich das, ne? wie können wir unterstützen, dass sich das auch realisieren lässt. Also die Schulen sind, also die haben auch Feuer gefangen, in dem Sinne mitzugehen, wie wir das hier so andenken. Dann wünschen wir jetzt auf jeden Fall einen weiteren erfolgreichen Start und ganz, ganz viel hoffentlich engagierte junge Lehrkräfte, die daraus entstehen. Dankeschön, danke.